Willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge von Dead Age. Du entdeckst einen Krankenwagen. Du öffnest die Tür und durchsuchst den Wagen nach Medikits, Verbänden oder medizinischen Komponenten. Versuchen zu öffnen oder weitergehen. Die Versuchung ist wieder mal sehr groß, aber ich gehe lieber sicherheitshalber weiter. Wie ihr wisst, befinde ich mich ja aktuell auf dieser Mission, den Major zu töten oder zu treffen. Und von daher möchte ich kein Risiko mehr eingehen. Sowieso, meine Truppe ist jetzt eh schon relativ stark angeschlagen. Und von daher, wie gesagt, kein unnötiges Risiko mehr. Ich kann aber noch skillen, sehe ich gerade. Und zwar die Jennifer. Ich werde jetzt auch mehr meine Schusswaffen einsetzen in den nächsten paar Gebieten. Um, wie gesagt, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Kampfskills, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Schrotflinte. Durchschlagender Schuss. Ui, es besteht eine 50%ige Chance, den Gegner bewusstlos zu Boden. Ja, was soll das heißen? Okay, ich kann ihn bewusstlos machen. Jetzt oder? Gut, das machen wir aber auch mal gleich übernehmen. Und ansonsten 3 Punkte hätte sie noch. Haben sie noch irgendwas Skill mit 3 Punkten? Natürlich nicht. Gut. Warum wundert mich das nicht? Wir können aber noch die Ausrüstung kurz wechseln. Sanitätermunition 6 von 10. Füllen wir lieber immer gleich gescheide auf. Genauso wie bei der Jennifer. Gut. Die hat auch wieder einen 10er Stack dabei. Dann ab dafür. Weiter geht's. Angriff. Ein Polizist und ein gebissener Passant. Ja, versuchen wir gleich mal. Ein bisschen, er kann ja trotzdem noch Nahkämpfer sein. Ein bisschen den Passanten hier zu killen. So, 33 Schaden, das ging schon mal. Den Passanten können wir noch auf normalem Wege töten. Da, der Polizist darf jetzt sich schlagen legen. Nein, darf er nicht, weil er Tank ist. Das heißt, wir greifen ihn mit der Pistole an. So, 41 Damage gleich mal. Gut, dann soll es hier aber nichtsdestotrotz den Hauptcharakter hier mal zusammenflicken. Oh, musste das sein? Das bekommst du zurück. Sei dir dessen bewusst. So, empfindlicher Angriff. Zack, zack. Hm, 25 Schaden. So, Warhead kann nicht heilen, weil er zu wenig Punkte hat, aber sie vielleicht, hä? Sie könnte noch erste Hilfe leisten. Dann soll sie die beim Chance gleich entsprechend machen. Ja, James hat gleich mal wieder Schaden abbekommen. Aber jetzt ist er tot. Alles überstanden. Gut, 3 Materialien. Ein bewachtes Militärlager. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich sage es euch ganz ehrlich. Nein, wir gehen weiter. Ich bleibe meinem Kodex treu. Ich riskiere hier nichts mehr. Die Mission darf nicht fehlschlagen. So, wir killen die Krankenschwester als allererstes. Die Versuchung ist zwar groß immer, hier, dass ich den Loot mitnehme. Wachsamer Instinkt, was ist jetzt los? Schlägt nach Nahkampfattacken zurück. Gut, dann muss ich jetzt sowieso auf die Fernkampfangriffe umschalten. Es sei denn, ich heile noch mal eben. Nee. Als allererstes bekommt er jetzt ein bisschen Damage reingepumpt, aber nicht von ihr, sondern sie soll noch heilen. Bodensalbe. Papam. Ach, das war gleich mal die Rache dafür. Wir heilen. Wen heilen wir denn? Wir heilen die Jennifer. Na, ich wollte ja keinen Nahkampfmann.
Das war natürlich ein totaler Fehler. Gut. Nicht gut. So, wir können ihnen den Rest geben. Das machen wir jetzt nämlich auch gleich. Der soll sterben. Weg damit. Können wir nicht mehr brauchen. Der macht zu viel Damage. So. Einen schwer angeschlagenen Jungen entdecken wir wieder. Er bittet um Hilfe. Wir geben dir 2 Rationen, kleiner Mann. Zum Abschied gibt er euch Munition, die er gefunden hatte. Pistolenmunition, super. Das heißt, ich kann noch mehr rumballern. Und ein Schlipsträger und eine Krankenschwester warten uns jetzt in Gebiet 16 von 20. Wir nähern uns langsam. Es wird. So, der Schlipsträger hat wieder 170, die Krankenschwester. Wir greifen als allererstes den Schlipsträger an. Der muss sterben. Gut. Ah ja, bei Fernkampfangriffen spawnen da also trotzdem neue Gegner. Das ist jetzt auch mal gut zu wissen. So, wir greifen den Schlipsträger nochmal an. 99. Yay. Das heißt, wir können den Rest mit Nahkampf machen. Und dann versuchen wir jetzt mal hier den Eliminator wieder durchzubringen. Damit wir unsere Truppen ein bisschen zusammenflicken können. In Ruhe, sehr gut. So, auf den Passanten. Aua. Das tat weh. So, erste Hilfe kann ich sowieso nicht leisten, von daher macht man den Passanten kalt. Und sie kann auch nicht heilen, schade. Schade, schade, gut, dann Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Aber den James würde ich schon noch ganz gerne einmal heilen, von daher überspringen wir den Zug. So, erste Hilfe und zwar auf die Jennifer. Erste Hilfe auf den James. Und James macht sie wieder kalt. Gut. Sehr schön. Schaut wieder einigermaßen besser aus. Oh je, jetzt sind wir schon bei den gefährlichen Gegnern angekommen. Die Ferngebiete bringen neue Gefahren. Ihr entdeckt einen Militärgrenzposten. Die Soldaten scheinen unmotiviert zu sein und sind auf zwielichtige Geschäfte aus. Aha, sie schauen uns auch nicht unbedingt mit freundlicher Miene an, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hey Freundchen, wenn ihr durchkommen wollt, solltet ihr schon was zu bieten haben, ansonsten verzieht euch dahin, wo ihr hergekommen seid. Bestechen wir sie, bekämpfen wir sie oder bereden wir sie? Meine Überredenfähigkeiten werden wahrscheinlich nicht so gut sein, von daher versuchen wir es mal mit Bestechung. Also gut, was wollt ihr haben für freies Geleit? Ich will 4 Nahrung haben, die kannst du gerne haben. Vielen Dank für das Geschäft. Ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt, Freundchen. Ich ebenso. Danke fürs Passieren. Das ging einfach. Nahrung haben wir sowieso ein bisschen was. Von daher, bevor wir uns da jetzt unnötig auf einen Kampf einlassen, war die Bestechung definitiv eine passable Alternative. So, ein Polizist und eine Polizistin. Schauen wir mal, sie hat Blockschaden nur 9%. Wir könnten sie ja eigentlich ein bisschen unter Feuer nehmen. So, du meine Liebe, gibst einen Streuschuss ab. Gut, so mag ich das. Und er hier darf mit dem Sturmgewehr ein bisschen rumballern. Aua, au, au, au. Nein, 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 nicht immer auf den James. Was hat er euch denn getan? Kann ja auch nichts dafür. So, wen machen wir? Machen wir als allererstes den empfindlichen Angriff auf die Polizistin. Nein, die lebt noch. Die lebt sogar noch. Ui, 70 Schaden. Gut, Polizistin knockt mal aus. Bleibt nur noch er. Und er hat jetzt wachsam Instinkt drinnen. Das heißt, wir ballern mal frei drauf los.
Und sie soll sie heilen. Sie könnte heilen. Und zwar, sie könnte den James heilen. Und den Rest kann er mit Ding auch machen. Auch wenn er jetzt zwar gleich zurückschlägt, ich spare mir lieber die Munition. Nein, er hat noch einen Lebenspunkt. Man will es ja nicht glauben. Er hat noch einen Lebenspunkt. Du Hund. Gibt's ja gar nicht. Da. Tot. So soll es sein. Eine leerstehende Raststätte. Chance auf Ration oder Snacks. Ihr kennt in dem Fall meine Antwort. Weitergehen. Wir haben nur noch zwei Gebiete. Für die lasse ich jetzt alles stehen und liegen. Ich will jetzt den Major endlich treffen. Um zu sehen, wer hinter dem Ganzen hier steckt, beziehungsweise um wen es sich da genau handelt. Krankenschwester und Polizist. Wir konzentrieren uns auf alle Fälle auf die Krankenschwester. Da haben wir sie auch schon. 66 kritischen. Yes. Oh, das tat weh. Dafür ist gleich mal seine Gespielin jetzt hops gegangen. Wir könnten wieder Erste Hilfe machen. Erste Hilfe leisten wir beim James. Eliminator geht sowieso nicht durch. Von daher machen wir... Ui, ich habe nicht mehr so viel Schrotflintenmunition. Dann steige ich jetzt lieber wieder auf Nahkampf bisschen um bei ihr. Anvisieren. Verdoppelt kritische Trefferchance für zwei Runden. Nicht gut. Gar nicht gut. Der muss sterben. Und zwar schnellstmöglich. So. Das Risiko gehen wir gar nicht ein, dass uns der hier einen Crit abgibt. Der James ist aufgestiegen, eine Stufe. Schön. Schön, schön, schön. Dann lernt der James jetzt gleich mal brennende Salve. Was ist denn das Schönes? Leichte Blutung zu erzeugen. Kritischen Treffern. Eine Salve mit 5 Schüssen. Ja, die soll er lernen. Unser Sturmgewehrmensch. So, wir nehmen das Material. Merkst schon, das Spiel möchte es mir jetzt direkt schmackhaft machen, dass ich da unbedingt auf so eine Sequenz eingehe und nicht immer weitergehe. Aber das ist 100% eine Falle. Ich falle da nicht drauf rein. Ganz sicher nicht. Könnt ihr vergessen. Man könnte es noch so schmackhaft machen. So, ein aufgebrachter Streuner und eine untote Polizistin haben wir hier wieder. Die Polizistin nehmen wir gleich mal unter Feuer. So, Streuschuss, soll ich ihn schon abgeben? Nee, wir konzentrieren uns ein bisschen bei ihr auf den Nahkampf, haben wir gesagt. Und bei ihm... Okay, wir haben bei ihm noch Munition auf Vorrat, das weiß ich. Von daher machen wir es lieber so. Blenden! Wow, 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 ruhig, Meister. Was war das? Ein Rundumschlag. Der hat ordentlich gesessen. Sowas aber auch. Tja, dafür ist die jetzt gleich mal tot. Und bei ihm machen wir weiter. Der segnet auch gleich das Zeitliche. Immer feste drauf. Gut, Sanitäter. Sanitäter, Sanitäter. Ne, bei ihm machen wir lieber den empfindlichen Angriff. Sie darf noch einmal heilen. Nein, kann sie nicht. Dann machen wir es so. Auf die schnelle Art und Weise. So, Gebiet 20 von 20. Wir sind endlich da. Wir haben es endlich geschafft. Jennifer beobachtet aufmerksam das Camp, aber es scheint menschenleer zu sein. Vielleicht schon Zombies. Von Zombies überfallen. Scheinbar sind sie von Zombiehorden geflohen. Wenn selbst das Militär aufgeben muss, dann muss es schlimm um uns stehen. Das sehe ich auch so. Wie auf Kommando taucht eine Horde Untote auf. Jennifer schluckt. Es sind alles verwandelte Soldaten. Scheinbar wurden sie überrollt.
Ui, das Militärlager wurde hier anscheinend gestürmt von den Zombies. Infizierter Major Level 12. Hohoho. Ja, das ist... Das ist ein Kaliber. Anders kann ich es gar nicht sagen. Kann ich mich irgendwie heilen? Ja, mit dem Medikit. Das benutzen wir gleich mal. Und dann... Ab dafür. Boss. Ui, die Mission. Jetzt kommt hier Leben in die Bude. Mein Gott, das ist der Major. Er ist schon längst tot. Dann lass uns sein Schicksal besiegeln. Das sehe ich auch so. Wir schauen uns auf alle Fälle als erstes mal hier die Perks an. K.O. Okay, zwei Tanks haben wir. Den Soldaten und den Majoren. Der Grenadier wirft wahrscheinlich Granaten. Und das wahrscheinlich ordentlich. Das heißt, wir versuchen unser Glück bei dem Grenadier. Gut. Er bekommt schon Damage. So mag ich das. Einen Streuschuss. Auf Wiedersehen. Sehr schön. So mag ich das. So soll es sein und nicht anders. Brenne des Salve geht noch nicht. Das heißt, wir machen einen normalen Angriff auf den Grenadier. Körperpanzer. Was ist jetzt los? Sie sind am Zug. Aha, physischer Schaden wird vermindert. Physischer Schaden wird vermindert. Verteidigung 88%. Wie lange hält das an? Noch eine Runde. Wir können ja in der Zwischenzeit auch den Soldaten ein bisschen unter Feuer nehmen. Beziehungsweise ich hätte auch sogar... Ja, das machen wir. So machen wir es. Wo haben wir ihn? Empfindlicher Angriff. Soldat. Schrotflinte. Wieder ein Streuschuss. Viel haben sie nicht mehr zu lachen. Und dann gehen wir mal eine brennende Salve ab, würde ich sagen. Zufällige Gegner. Bababam, babam. Wow. 42 Schaden. Aber ich glaube, ich habe ihn blutend geschossen. Ja, den Grenadier und den Soldaten haben wir blutend geschossen. Das heißt, die Zeichen stehen ganz auf Sieg. Wir können das schaffen. Da, dich knock mal aus. Du musst weg. Grenadier ist jetzt auch gleich tot. Bleibt nur noch einer. Aber der teilt ordentlich aus. So, durchbrechen. Ziehen wir ihm gleich mal ein bisschen Verteidigung. Und jetzt sind wir am Zug. Zu Boden gehen kann er sowieso nicht. 110 Schaden. Hoch. Hasta la vista. Ballern wir ihm mal ein paar Kugeln rein. So, empfindlicher Angriff. Komm. 39, 39. Den Rest schaffen wir mit Nahkampf. Yes! Geschafft. Quest erfolgreich. Völlig erledigt, kehrst du um und betrachtest seufzend den Horizont. Jennifer kommt langsam auf dich zu und berührt deine Schulter. Ich war so lange an ihm dran und hasste ihn regelrecht. Es war seltsam, sein Gesicht zu sehen. Für einen Augenblick tat er mir sogar leid. Ich möchte nicht so elendig verrecken, Warhead. Ich auch nicht. Du wirst schon sehen, Schwester. Gemeinsam überleben wir die Tortur. Das war heute ein weiterer Schritt dafür. Du sagst es. Drei Werkzeuge nehmen. Du hast das Ende des Highways erreicht und sämtliche Gebiete erfolgreich überlebt. Müde kehrst du ins Camp zurück. Tag 22. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge von Dage Age angekommen. Eine spannende Folge. Wir haben es geschafft, nach langem Hin und Her endlich den Major hier zu besiegen. Und wie es hier weitergeht in den nächsten Tagen, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao.